Sieh mal an. Die Ratte kommt aus ihrem Loch gekrochen. Ist irgendwas? Benny hat gesagt, wir sind wieder klar. Tja, aber er hat dir hoffentlich auch gesagt, dass wir das nächste Mal nicht mehr so viel Geduld haben werden. Und dann hilft es dir auch nicht, dass du dich hinter deinem kleinen Bruder versteckst. Was ist, Alter? Trinken wir ein Bier zusammen? Ja. Also, wie sieht's aus? Wann kannst du wieder liefern? Die Bullen schnüffeln bei uns zu Hause rum. Es kann ein paar Tage dauern. Verstehst nicht, Mann. Ich habe jede Menge Interessenten. Wie kann ich dich enttäuschen? Pass auf, sobald sich die Lage entspannt hat, kriegst du wieder was. Versprochen. So, ich muss jetzt. Wir trinken noch einen, Boris. Wir trinken noch einen. Regie, noch zwei. So, ich muss jetzt wirklich los. Wie? Gerade jetzt, wo es lustig wird? Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, sagen wir mal so. Ich warte. Was denn? Weißt du, die Ladung, die dein kleiner Bruder heute Morgen gebracht hat, die Verpackung waren aufgerissen und wieder zurückgelegt. Weiß ich doch nicht, warum der Lüders das gemacht hat. Vielleicht weiß Lüders ja gar nicht. Was soll das heißen? Willst du etwa damit sagen, ich will euch bescheißen? Ich habe das Zeug vorsichtshalber prüfen lassen und ich dachte mir, wir trinken noch ein, bis ich das Ergebnis habe. Ist doch kein Problem für dich, oder? Nee, natürlich nicht. Ah, du hast Glück. Wir müssen nicht mehr warten. Du Drecksau! Hinterher! Ich weiß von nichts. Mann, ich mach dich so platt. Mann, der Lüders, der muss Lunte gerochen haben. Weißt wohl, du kannst uns irgend so einen Scheiß verkaufen, hä? Der hat die Ampullen ausgetauscht. Ich war's nicht, Mann. Nicht mit mir, Mann. Achtung, Bullen! Scheiße! Polizei! Los, verpisst euch! Alles klar hier. 202 für 203. Bitte kommen!